Guten Morgen, was so eine Mütze Schlaf ausmacht. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 9 Stunden geschlafen, sind heute ganz andere Menschen als gestern zur gleichen Zeit. Haben heute früh auch ein bisschen getrödelt, aber egal. Ja, ich hatte es gestern nochmal versucht, im Bett zu filmen. Ich denke mal, die Aufnahme wird aufgrund der Lichtverhältnisse nicht so berauschend sein. Wir haben gestern uns eben entschieden, hier gleich zur Jugendherberge Rucksack abzulegen, zu duschen, sind dann runter in die Stadt, haben noch eine SIM-Karte besorgt, wollten noch den Stempel im Münster holen. Den gab es nicht, also die Fächer waren da, aber sie waren leer. Ich hoffe, wenn wir jetzt dahin gehen, dass wir da nochmal erfolgreich sind. Gut, ansonsten war das eine wunderschöne Einstiegsetappe. Was waren es? Glaube ich 22 plus das, was wir hier noch so rumgelaufen sind. Herrliche, wunderschöne Gegend, nicht zu anspruchsvoll, ein bisschen hügelig, aber wirklich alles gut. Dazu diese zwei tollen Städte Meersburg und Konstanz, die herrliche Bodenseeüberfahrt. Das war ein Starter. Wird heute schwer zu toppen sein. Aber gut, wir wollen heute nach Amlikon. Müssten so um die 20 Kilometer sein. Es geht ein bisschen bergauf, aber alles noch sehr gemäßigt. Also, auf geht's! Nach 62 Etappen und 1580 Kilometern ist es jetzt soweit. Wir haben die Grenze überschritten. Nun lautet es: Tschüss Deutschland, Grüezi Switzerland. Wir haben Kreuzlingen jetzt hinter uns gelassen. Ja, es war natürlich wie immer, wenn du Städte, also größere Städte verlässt, ist das in aller Regel unschön. In dem Fall auch wieder so ein Gewerbegebiet, durch was man da durchläuft. Gut, war jetzt nicht so ewig, aber ja, wirklich nichts, wo man die Kamera gerne rausholt. Umso schöner wurde es nach dem Verlassen der Stadt. Wir sind dann in einen Wald eingetaucht. Ging ordentlich nach oben, aber jetzt nicht so, dass man zu sehr kämpfen muss, aber schon für uns Berliner ganz herausfordernd. Ein Bach plätscherte da zur Rechten. Ja, das war schön. Konnte die Kamera leider nicht rausholen, weil wir haben eine Bekanntschaft gemacht. Ein reizender älterer Herr hat uns da unten kurz vor diesem Waldstück abgefangen. Und wir hatten jetzt wirklich eine Stunde ein richtig, richtig schönes Gespräch über die Deutschen, die Schweizer,
Ja, hat uns viel erzählt über die Region. Ja, ist eine tägliche Runde, sagt er. 5-6 Kilometer, immer den Berg hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter und dann gibt es Mittagessen. Ja, gut. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Meerstetten. Müssten jetzt auch schon fast die Hälfte, denke ich mal, des Weges bis dahin hinter uns haben. Ja, wir sind jetzt in der Schweiz auf der Via Jacobi, also so heißt sie hier. Und das Stück, welches wir jetzt hier laufen, von Konstanz bis nach Einsiedeln, ist der Schwabenweg, also ein Teilstück der Via Jacobi. Bislang sehr schön zu laufen, gefällt mir. Ihr habt es ja gesehen, schöne, super gepflegte Felder wechseln sich mit herrlichen Waldstücken ab. Geht auch schon ein bisschen hoch und runter, also ja, ein bisschen strengt es an, aber nur ein bisschen. Ja, und dann immer das Geplätscher der Bäche, herrlich, herrlich, herrlich. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde bis Meerstetten, wollen aber noch weiter bis Amlikon, also ist das quasi nur ein Zwischenstopp. Aber für viele ist Meerstetten halt die erste Unterkunft auf dem Schweizer Jakobsweg. Laut dem Buch ist es ja auch quasi das erste Domizil, was hier angeboten wird. Wir haben jetzt hier gerade an einem Baum ein kleines Schild gefunden, wo schon auf diese Pilgerherberge hingewiesen wird mit Telefonnummer, dass man ab 17 Uhr anrufen kann. Ja, alles bislang super gepflegt und auch super ausgeschildert. Seitdem wir Kreuzlingen verlassen haben, hat man nicht einmal mehr Probleme irgendwie, wo es weitergeht. Also ich habe meine Navi noch nicht einmal, glaube ich, heute aus der Tasche gezogen. Ja. Ja, läuft alles gut, prima, gefällt mir die Schweiz. Wir sehen gerade wieder fern.
Eine Parkbank mit Fernsicht. Meerstetten liegt jetzt hinter uns. Ja, ich habe in meinem Buch gelesen und auch in etlichen Pilgerblogs gelesen, dass das hier in der Schweiz so ist, die Via Jacobi führt eigentlich immer an den Orten vorbei. Willst du also deinen Stempel haben oder willst du mal einkaufen gehen, musst du von ihr abbiegen, in den Ort reingehen, bekommst das dann, aber das ist eben jedes Mal mit ein bisschen Umweg verbunden. Also jetzt in unserem Fall waren das bestimmt, naja, eine halbe Stunde mehr, ein paar Kilometer auch. Das sollte man bei der Planung der Etappen hier auch berücksichtigen. Also wer das konsequent abgestempelt haben will, kann da, denke ich mal, 2-3 Kilometer auf so einen Tag Minimum draufrechnen bei der Planung. Gut, egal, wir haben unseren ersten Schweizer Stempel. Ja, und ansonsten habt ihr das ja gerade gesehen, das Schild bis Santiago 2300 und. Wer einen meiner letzten Filme gesehen hatte, noch, ach keine Ahnung, 2-3 Etappen zurück in Deutschland, waren wir eigentlich schon bei 1900. Ja, das ist irgendwie so eine komische Rechnerei hier, die ich nicht durchschaue. Egal, wir laufen weiter, es macht ja auch Spaß. Sehen wir von der positiven Seite, wir können noch 300 Kilometer mehr genießen. Gut, auf nach Amlikon. Der Fluss, den wir gerade überquert haben, war die Thur, welche dem Kanton Thurgau, in welchem wir uns jetzt gerade befinden, den Namen verliehen hat. Wie ihr es gesehen habt, sind wir jetzt in Amlikon angekommen, unserem heutigen Zielort. Und jetzt müssen wir nur noch das Quartier finden. Eine tolle Etappe war es. Gut, ich schau mal.